Wie lecker. Lecker. So eine Süßigkeit habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Warum liegt das hier rum? Macht sofort alle Verpackungen weg. Niemals. Das mache ich nicht. Ich auch nicht. Ihr schüttet mich nicht so einfach ab. Los geht's. Dachtet ihr, ich würde euch nicht finden? Verwandelt euch zurück und macht alles sauber. Du bist dran mit Aufräumen. Du hattest mehr Süßigkeiten, also mach du es. Wow, die Edelsteine sind fabelhaft. Das sind echte Meeresschätze. Sie haben Heimweh. Fliegt! Na toll, bist du jetzt zufrieden? Das ist alles deine Schuld. Nein, es ist deine. Was ist das für ein Geruch? Brennt da etwas? Feuer! Lauft! Nein! Ellie, beeil dich! Du hast das Feuer gelegt. Du könntest das alles angezettet haben. Oder sie war es. Ich bin unschuldig. Ich habe geschlafen. Hört auf zu streiten. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Wir brauchen ein neues Zuhause. Wartet hier. Ich suche einen guten Platz. Mein Spielzeug. Es ist alles in Flammen aufgegangen. Das wird langsam nervig. Hier wisch die Tränen ab. Danke, das ist sehr nett von dir. Oh, eklig. Ich muss das loswerden. Also doch. Das Feuer war deine Schuld. Da bin ich mir jetzt sicher. Ich könnte nie ein Feuer legen. Ich weiß, wie man mit Feuer umgeht. Was ist denn hier los? Es reicht. Seid still. Viel besser. Ich habe eine Liste mit Sachen vorbereitet, die wir für unsere neue Wohnung brauchen. Such dir deine Aufgabe aus. Ich werde für die Edelsteine verantwortlich sein. Schön. Tom? Oh nein, du hast meine Liste verbrannt. Hier sind Schutzhandschuhe. Hör auf, Dinge in Brand zu setzen. Schon besser. Stimmt. Los, an die Arbeit. Wenn du nicht wärst, bräuchten wir kein neues Haus bauen. Ich sagte doch, es ist nicht meine Schuld. Wir haben Bretter. Und Edelsteine. Lasst uns erstmal alles ausrechnen und ausmessen. Ich habe mich verheddert. Sägen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Vögelchen, hilf mit. Magst du auch bauen? Oh, ich mach das gern. Das sollte reichen. Lass uns die Balken verbinden. Es hat geklappt. Wir brauchen hier einen rechten Winkel. Perfekt. Jetzt mit Schrauben sichern. Absägen. Befestigen. Eine Wasserwaage. Danke. Das sieht gut aus. Tada. Wir haben einen Rahmen gebaut. Jetzt kümmern wir uns um die Wände. Wir müssen die Schnittlinie skizzieren. Ich liebe das Schneiden noch mehr als das Sägen. Die erste Wand ist fertig. Eins, zwei, drei. Jetzt wird sie im Rahmen befestigt. Ich will auch eine Wand befestigen. Puh, wir haben es geschafft. Tom? Das Getränk des Tages ist besonders lecker. Warum entspannst du dich? Immer mit der Ruhe. Es ist alles fertig. Überzeugt euch selbst. Tada! Ein großes, schönes Haus. Maßgefertigt. Wow, es ist umwerfend. Wow! Wie hast du das gemacht? Hey, ihr da! Geht da weg! Ups, was? Du hast das nicht gebaut? Nein, hab ich nicht. Ich weiß, wie ich mein Zimmer verziere. Es soll alles rosa sein. Je mehr rosa, desto besser. Ein bisschen Glitzer dazu. Wow! Eine weiche Matratze und noch mehr Kissen. Fertig. Was hält ihr von meinem Zimmer? Es ist sehr schön. Es fehlt noch etwas.
Mehr Edelsteine? Du bist unmöglich zufriedenzustellen. Das ist nicht wahr. Gib mir eine Sekunde. In meinem Koffer ist etwas für einen Anlass wie diesen. Hier ist eine Serviette. Pfeffer. Hachi. Blumen. Hachi. Was noch? Eine Entenfeder. Hachi. Super, diese Edelsteine werden reichen. Ich werde die Balken damit verzieren. Sis, was sagst du jetzt? Wow, das ist so cool. Vielen Dank. Okay, wenn meine Berechnungen stimmen, was glänzt denn da so? Leute, schaut euch das strahlende Ding im Gebüsch an. Das ist mein Edelstein. Nein, das ist meiner. Wo ist der? Ich kann ihn nicht sehen. Leute, wessen Edelstein ist dort versteckt? Von mir oder von Ellie? Kommentiert unten. Es ist meiner. Nein, es ist meiner. Farbe. Danke. Als nächstes verziere ich mein Zimmer. Die Wände sind fertig. Was kommt als nächstes? Ich weiß schon. Tüll. Ups, ich habe mich total verheddert. Hilfe, ich bin hier. Autsch, dein Kraftfeld lässt mich nicht rein. Hatte ich vergessen. Schon gut, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich verziere die Wände mit Tüll. Und an der Tür kommt ein glänzender Vorhang hin. Das Problem ist, dass nicht genug Edelsteine da sind. Halb so wild. Die Edelsteine werden gleich bei mir sein. Hey, gib mir meinen Ring zurück. Du hast unsere Hochzeit ruiniert. Hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Und das wird den Schaden wieder gut machen. Oh, wie auch immer. Das ist mir egal. Es ist sogar noch besser geworden. Bist du mit dem Gucken bald fertig? Ich denke, ich sollte mein Zimmer verzieren. Aber was kann ich mit Graphit machen? Ich weiß, ich werde es schmelzen. Oh, Igitt. Und die Farbe, die ich habe, wird die Wände bedecken. Fertig. Als nächstes werde ich einen Diamanten zertrümmern. Das sieht doch gut aus. Die Arbeit macht mich hungrig. Ein Ei kommt wie gerufen. Mmm, lecker. Oh, dieser Vogel könnte nützlich sein. Wag es ja nicht. Was hast du vor? Das wirst du gleich sehen. Pfeffer. Oh nein, bitte nicht. Hachi. Ich hab's verstanden. Du bist in Sicherheit. Das macht so viel Spaß. Hey, pass auf. Du bist hier nicht allein. Ich liebe Rutschen. Haha, ich hab eine Idee. Ah, heiß. Ich wusste, dass unser Haus deinetwegen abgebrannt ist. Das kommt hier hin. Siehst du das? Nicole, wo hast du das her? Das? Oh, das ist nur was für mein neues Hobby. Und so ist es passiert. Ich habe einen Test gemacht und das Ergebnis hochgeladen. Mein perfektes Hobby ist der Feuertanz. Ich habe ein angeborenes Tanztalent. Soll ich auf eine Welttournee gehen? Das war anstrengend. Ich bin müde. Ich muss mich ausruhen. Und ihr bleibt hier. Als nächstes kam der Rauch und wir rannten aus dem Haus. Oh nein, das Feuer war ja meine Schuld. Ich sagte doch, ich bin unschuldig. Es ist alles deine Schuld. Ich habe unser Haus niedergebrannt. Wie konnte ich nur? Okay, hör auf zu weinen. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten wir nicht so ein schönes Geheimzimmer. Wirklich? Ja. Ich habe eine Idee. Ein Filmabend ist eine super Möglichkeit, sich zu entspannen.
Zeit, sich zu verkleiden. Es gibt nichts Besseres, als seine Lieblingsfilme in einem Kino zu sehen. Mädels, ich habe eine goldene Schürze. Meine ist aus Platin. Ich werde wohl die Baumodenschau verpassen. Puh, Bauarbeiten sind eine echte Herausforderung. Puh. Wer ist dieses Mädchen? Oh, mein Gleichgewicht. Hey, vorsichtig. Nicht übel. Das wird mein Zelt sein, Mädels. Geschafft? Ups, noch nicht. Oh, das ist ein Flop. Ich brauche meine Stresslöser so schnell wie möglich. Bargeld. Stimmt, Bargeld. Super Idee. Daraus mache ich den Rahmen. Bargeld. Oh, das ist so schön. Wow. Das kann ich besser. Viel besser. Assistentin, was hast du für mich? Hier sind ein paar Skizzen. Nein. Oh, das hier gefällt mir. Ich übertrage das Hologramm in die Realität. Wow. Perfekt. Du hast recht. Ihr Haus sieht jetzt noch cooler aus. Diese Plastikfolie ist riesig. Wo ist der Ausgang? Jetzt reicht's. Ich werde sie zurechtschneiden. Geschafft. Mein Zelt ist vor Regen geschützt. Gefällt euch mein umweltfreundliches Design? Was? Hey, Assistentin. Wo bist du? Die Häuser sind alle fertig. Nur ich habe noch nichts. Ganz ruhig. Trink erstmal was. Immer dieser Stress. Ich fühle mit dir. Hier, nimm meine entspannende Gesichtsmaske. Ich kümmere mich um alles. Oh, wie schön. Wow. Puh, ich bin fertig, Miss Nicole. Ich besitze so ein schönes Haus. Nicht wahr, Mädels? Rot ist die Farbe des Reichtums. Das weiß doch jeder. Wow, mein Vorhang ist so schick geworden. Ich brauche etwas Weiches. Hallo, Luxus-Teppichladen? Ich brauche eine Expresslieferung. Wow, danke. Ah, das ist ein ganz weicher Teppich für mein Haus. Es ist ein Unikat, ihr Loser. Miss Nicole, schon gut. Wir werden deinen Boden noch schöner machen. Keiner braucht Kunstfell. Dein Boden wird glänzen. Du hast recht. Ich will einen Boden aus purem Gold. Oh, das ist eine geniale Idee. Überlass das mir. Wow. Ich werde das Gold ausrollen. Hier ist ihr Goldboden, Miss Nicole. Oh ja. Alex, das hast du gut gemacht. Haben schon alle meinen Goldboden gesehen? Pelz? Gold? Ha, ich bin mit einfacher Pappe absolut zufrieden. Na bitte, ich leg noch einen Teppich am Eingang dazu. Willkommen! Ich glaube, mein Haus braucht ein Dach. Wo sind meine Werkzeuge? Oh, pures Gold. An die Arbeit. Fertig. Wow. Licht an. Oh. Hier sind meine Werkzeuge. Wow. Wahnsinn. Was nehme ich? Nein, kein Hammer. Etwas anderes. Oh ja, ich brauche einen Drink. Oh. Ich habe eine Idee. Super. Ich habe mein Haus selbst dekoriert. Ohne Werkzeuge.
Hey, hört auf, hier herumzulaufen. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Ich habe nicht einmal eine Tür. Oh, ich habe eine Idee. Das ist doch mein schicker Vorhang. Er ist aus Gold. Pures Gold. Ich muss mich entspannen, um meinen Kopf frei zu bekommen. Es ist so unbequem, auf diesen Goldbahn zu sitzen. Alex, hier ist Ihre weiche Meditationsmatte, Miss Nicole. Nein, Alex! Geht es dir gut, Alex? Mir geht es gut, Miss Nicole. Was hat mir das Universum heute geschickt? Einen Kanister. Super. Was für ein bequemes Kissen. Und alles war gratis. Das ist nicht mehr Mode. Wie langweilig. Was? Oh, das könnte eine super Markise sein. Es wird immer gemütlicher. Hier ist mein Gold. 1, 2, 3, 4, 5. Es ist alles da. Und mein gigantischer Diamant. Was? Nur einer? Nein, ich will nicht arm sein. Mach dich bereit, Diamant. Na bitte, jetzt habe ich viele Diamanten. Jetzt bin ich wieder reich. Ich kann nichts sehen. Ich brauche mehr Licht. Hier ist eine Glühbirne. Aber wo soll ich sie anbringen? Na schön, ich werde mein Halsband opfern. Jetzt habe ich einen Glühbirnenanhänger. Ich kann weiterlesen. Wuhu! Eine Pyjama-Party in meinem schicken geheimen Haus. Was ist das? Temporäre Tattoos und Gesichtsbehandlung für alle. Wuhu! Ja! Wuhu! Autsch! Dieser Löffel könnte nützlich sein. Eine Uhr. Jetzt verpasse ich kein Mittagessen mehr. Was ist denn da los? Wow. Carrie schaut wow. Mein Lieblingskanal. Ich weiß, was ich tun muss. Jetzt kann ich heimlich zuschauen. Und umsonst. Mir ist langweilig. Kommt her. Oh, Romeo. Ich sterbe. Nein, stirb nicht ohne mich. Bravo. Boah, das ist besser als jeder Film. Spidey? Kannst du mir beim Dekorieren helfen? Bitte. Und geht's voran? Oh, was für ein schönes Netz. Danke. Was hat sie denn da? Wow, ist das ein neuer Trend? Was ist dein Geheimnis? Das ist unbezahlbar, Mädels. Es ist kochend heiß. Langsamer, langsamer. Was ist das denn? Oh je, was für ein Ungeheuer. Da ist eine riesige Spinne. Ganz ruhig, Mädels. Hier seid ihr sicher. Danke, Ellie. Du bist so nett. Schaut, mein Haus ist ein Zuhause für uns alle. Das ist lieb von dir. Wir sind jetzt alle beste Freundinnen. Hier ist euer neues Zimmer. Ihr müsst nur noch bezahlen. Klar, hier sind ein Smaragd und ein Rubin. Das reicht nicht. Weg da. Hier ist dein Diamantring. Das reicht immer noch nicht. Ein riesiger Diamant. Wow. Hier sind eure Schlüssel. Und hier sind die Werkzeuge. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Mädels, lasst uns reingehen. Wo sind wir? Was ist das denn für ein Albtraum?
Hier müsste mal sauber gemacht werden. Wollen wir einen Geheimraum bauen? Ich zeichne eine Skizze. Wir brauchen Platz für Diamant, Rubin und für mich. Zeig mal her. Fertig. Was sagt ihr? Wir bauen eine zweite Etage für dich. Das Bett kommt dann hier hin. Ich verstehe gar nichts. Wo wollt ihr denn hin? Ich habe eine Leiter gefunden. Und ich habe auch was gefunden. Ich helfe euch. Wir müssen das ganze Zeug loswerden. Ich helfe dir. Wow, geschafft. Lasst uns mit dem Gerüst beginnen. Ich hole mehr Material. Wartet. Die sind so schwer. Fang an, wenn du nichts anderes zu tun hast. Du hältst sie und ich schraub die Schrauben fest. Fertig. Kann ich es versuchen? Klar. Sie tun ihr Bestes. Wir sind fertig. Wir müssen nur noch den Rahmen dort anbringen, wo er hingehört. Los! Warum macht ihr das alles? Ihr könnt doch einfach Edelsteinmagie benutzen. Es ist doch viel einfacher. Los, probiert es aus. Ups. Der zweite Stock gehört mir. Vergiss es. Der zweite Stock gehört mir. Schere, Stein, Papier. Das ist jedes Mal der Stein. Erster. Oh nein, das könnt ihr vergessen. Der zweite Stock gehört mir. Was soll's? Es ist zu hoch. Ich komme ohne Hilfe nicht hoch. Ich brauche einen Hocker. Nee, der Hocker hilft mir auch nicht weiter. Es bringt nichts. Diamant, reg dich nicht auf. Wir machen eine Leiter für dich. Erledigt. Wow, eine echte Leiter. Irgendwas stimmt aber nicht. Oh, du musst die Leiter sichern. Geschafft. Danke. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Den Rahmen zu streichen war eine super Idee. Und ich male alles mit der Kraft der Magie an. Das ist ein Kinderspiel. Wow. Ich brauche eine Matratze. Und? Wie findest du diese Farbe? Ich brauche eine Matratze. Die Matratze gehört mir. Jetzt gehört sie mir. Gib sie zurück. Vergiss es. Wie du willst. Aber du wirst eine Überraschung erleben. Autsch. Diese Matratze ist total unbequem. Smaragde? Oh, deswegen. Oh ja, die gehören mir. Ich werde die bequemste Matratze haben. Oh Mann, jetzt habe ich keine Matratze. Nicht heulen. Du bekommst auch eine Matratze. Eine Decke. Danke. Schon gut. Mein Bett ist fertig. Es fehlt aber noch was. Ich weiß. Das brauche ich. Hey, wie wär's, wenn wir einen Ring gegen einen Schleier tauschen? Ein echter Diamant. Abgemacht. Hier ist der Schleier. Jetzt habe ich ein Himmelbett. Ich brauche noch Lichter. Diese Beleuchtung reicht nicht. Ich öffne das Portal. Hi, ich nehme den Diamantkronleuchter. Klar. Was ist mit dem Geld? Es reicht für 10 Kronleuchter. Ich bin reich. Super, perfekt. Wow,
Ich könnte auch einen Kronleuchter gebrauchen. Portal! Schon wieder. Oh. Hier. Ich brauche kein Toilettenpapier. Hier. Mir reicht es mit den Portalen. Sie braucht meine Hilfe. Was? Es gibt doch keine Diamanten mehr. Ich brauche das. Du kannst es haben. Danke. Ruby, das ist für dich. Wow, danke, Diamant. Diese Lampe ist so schön. Gern geschehen. Wie man eine Lampe aus Smaragden macht. Wachstumszauber. Es hat geklappt. Wow. Ich will auch eine Lampe. Rubin, verwandle dich in eine Lampe. Oh, wieder Toilettenpapier. Keine Sorge. Lass uns die Wand neben dem Bett verzieren. Los! Was haben die vor? Es ist sicherer, wenn du einen Hammer hast. Es ist so laut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Man hört das endlich auf. Wir sind fertig mit der Wand. Bada bing, bada boom. Wir haben ein Mikrofon. Ich singe auch gerne. Gib mir das Mikro. Ich halte das nicht mehr aus. Ich brauche einen Vorhang, damit ich meine Ruhe habe. Jetzt kann ich in Ruhe lesen. Los, wir singen zusammen. Mädels, wo seid ihr denn? Ich wollte euch mein Zimmer zeigen. Überraschung. Wow. Die Handtasche von Ruby. Mal sehen, was sie da drin hat. Nee, dieser Lipgloss gefällt mir. Ruby kommt. Ich muss mich verstecken. Mein Bett ist jetzt sauber und so schön. Diamant, du hast mein Bett durcheinander gebracht. Steh auf. Oh, sieh dir das an. Oh, schon wieder? Sie mochte wohl die Pflanze nicht. Oh, es reicht. Ich muss unerwünschte Gäste aussperren. Los, wir setzen uns hin. Warte, sieh dir das an. Sorry, aber ich war das nicht. Eine Nachricht. Meine Freundin hat Geburtstag. Oh, sie hat Geburtstag. Oh, oh. Sie hat Geburtstag? Ich brauche ein Geschenk. Alles Gute zum Geburtstag. Wow, Geschenke. Wow. Ein Rubinkissen. Ein Smaragdkissen. Ein Diamantkissen. Wow. Das ist das Beste. Mein Kissen ist das bequemste. Du gehörst hierher. Aber wo soll ich die ganzen Sachen aufbewahren? Stimmt, ich brauche ein Regal. Da passen meine ganzen Lieblingssachen rein. Und meine Sachen. Und auch meine. Hey. Ich habe eine Idee. Nicht so schnell. Ihr müsst bezahlen. Okay, hier. Gib her. Ich brauche mein eigenes Regal. Ich werde es verzieren. Wow. Ich brauche auch mein eigenes Regal. Mein Regal wird mit Smaragden verziert sein. Wow, was für ein süßer Fotorahmen. Er besteht aus Edelsteinen. Das ist meiner. Nein, er gehört mir. Der größte Edelstein ist unsere Freundschaft.